Ihre Bibel ist voll mit Prophezeiungen, die Chaos und Zerstörung voraussagen. Inmitten dieser Bekümmernisse und Warnungen liegt ein strahlender Leuchtturm der Hoffnung. Gott bietet heute einigen wenigen Auserwählten die größte Belohnung aller Zeiten an. Erfahren Sie, was Sie tun müssen, um diesen großartigen Preis zu ererben. Entdecken Sie die blendende Zukunft, die alle erwartet, die sich entscheiden, Gott schon in diesem Zeitalter zu gehorchen. Jetzt! In der Schlüssel Davids mit Gerald Flöri. Ich begrüße Sie alle. Der Apostel Paulus sagte, dass wir eine Belohnung erhalten, wenn wir ein Werk haben. Er sprach über die Belohnung des Christen in 1. Korinther 3, Verse 12 bis 15. Und er sagte, wenn wir eine große Belohnung haben wollen, müssen wir ein hervorragendes Werk haben. Und woraus besteht das? Er sagte auch, dass der Tag des Gerichts offenbar machen wird, welcher Art unser Werk ist. Wenn es nicht gut ist, dann könnte es verbrannt werden. Wir selbst könnten zwar noch gerettet werden, würden jedoch unsere Belohnung verlieren. Wir würden diese große Belohnung verlieren, über die er spricht. Und er sagte, dass sie sicher sein können, dass ihr Werk und das Werk jedes Menschen offenbar wird, jedes einzelne davon. Jedermanns Werk wird bekannt sein. Aber über welche Art von Belohnung sprechen wir? Und welche Art von Werk ist eigentlich erforderlich, um diese fantastische Belohnung, von der Gott durch den Apostel Paulus spricht, zu erhalten? Ich meine, wir sprechen über ein Werk, das sie wirklich in Erstaunen versetzen wird. Und alle von uns mehr und mehr, je tiefer wir es lernen. Paulus sagte, dass wir ein Baumeister sein müssen, aber ein Erbauer auf Gold und Silber und Edelsteinen. Oder wenn wir auf Holz, Heu und Stroh bauen, dann wird unser Werk verbrannt werden. Wir selbst könnten zwar gerettet werden, aber wir verlieren unsere Belohnung. Nun, es ist wirklich sehr klar, was Gott über diese Belohnung sagt und wie wir sie mit einem bestimmten Werk erreichen. In der ganzen Bibel ist das in vielen Details beschrieben und Sie können es verstehen, also lassen Sie uns diese große Belohnung erörtern, Gottes große gegenwärtige Belohnung, und ich zeige Ihnen aus Ihrer eigenen Bibel, wie Sie diese Belohnung erreichen können und wie Sie diese Belohnung empfangen können, die Ihr Leben galvanisieren und Sie wirklich und wahrhaftig in jeglicher Weise verblüffen wird, wenn Sie es tief lernen. Das ist es, was Gott uns allen verheißt. Beachten Sie Hesekiel 40 und Vers 4. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, sieh hier und höre fleißig zu und merke auf alles, was ich dir zeigen will. Denn dazu bist du hierher gebracht, dass ich dir dies zeige, damit du alles, was du hier siehst, verkündigst dem Haus Israel. Das war Hesekiel 40, Vers 4 aus der Luther-Übersetzung. Aber Hesekiel befand sich zu dieser Zeit in babylonischer Gefangenschaft und diese Botschaft war für Israel bestimmt. Jedoch war Israel schon vor mehr als 100 Jahren in assyrische Gefangenschaft geraten, sodass absolut keine Möglichkeit bestand, dass Hesekiel das hätte überbringen können. Aber es ist eine Botschaft, die heute überbracht werden muss. Es ist eine Prophezeiung für diese Endzeit. Das ist es, worum es geht. Und Gott sagt, siehe, hier ist ein Werk zu tun. Und Gott sagt, lege dein Herz in dieses Werk. Herbert Armstrong pflegte häufig zu sagen, dass ihr geistiges Wachstum in direktem Verhältnis dazu steht, wie sehr ihr Herz im Werk Gottes ist. Das Werk, welches Gott uns zu tun gegeben hat. Und ich möchte Ihnen das erklären, damit wir alle verstehen, was das ist. Es gibt etwas, das wir tun müssen, wenn wir diese große Belohnung erhalten möchten, über die Gott spricht. Wir werden also gerichtet, Gottes Auserwählte werden heute gerichtet, genau jetzt, das steht in 1. Petrus 4 und Vers 17. Aber lassen Sie mich Hesekiel 40, Vers 4 aus der Elberfelder Bibel lesen. Dort heißt es, und der Mann redete zu mir, Menschensohn, sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn damit ich es dir zeige, bist du hierher gebracht worden. Gott sagt hier, ich brachte den Boten zu mir, damit ich ihm diese Dinge geben kann. Das ist für die Nationen von Israel.
Und wir erklären das in unserem Buch Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung. Und Sie können leicht verstehen, wer Israel ist. Es schließt mit Sicherheit Amerika und Großbritannien ein. Aber Gott bringt auch Unterstützer dieser Botschaft zu ihm und sagt, sieh, ich habe etwas, das du tun sollst. Ein sehr wichtiges Werk und ich will, dass du es tust. Nun, Sie müssen das genau verstehen und es wird von den meisten Christen nicht verstanden. Und ich muss Ihnen das erklären. Und das ist zunächst einmal, dass es nicht Gottes Anliegen ist, dass Sie gerettet werden. Er ist in erster Linie daran interessiert, weswegen er Sie hierher zu ihm brachte. Er sagt, ich will, dass du meine Botschaft überbringst. Und wenn du es dabei so tust, wie du sollst, dann wirst du gerettet. Und du wirst obendrein eine erstaunliche Belohnung erhalten. Wir müssen also mehr tun, als nur in selbstsüchtiger Weise in Gottes Werk eingebunden zu sein. Aber die große Frage ist, was will Gott, dass sie mit diesen wertvollen Worten tun, die er ihnen gibt, oder mit dieser kostbaren Botschaft? Beachten Sie Vers 4, den letzten Teil davon. Denn damit ich es dir zeige, bist du hierher gebracht worden. Dann berichte dem Haus Israel alles, was du siehst. Oder verkündige dem Haus Israel alles, was du siehst. Jetzt können Sie erkennen, dass das ein Werk ist, das getan werden muss. Gott sagt, dass Sie das den Nationen von Israel verkünden müssen und auch anderen. Und das ist das Werk, worüber er spricht. Und er sagt, wenn Sie das jetzt tun, bevor Christus zurückkehrt, werden Sie Jesu Christi Thron für alle Ewigkeit mit ihm teilen. Nun, das ist wahrlich eine fantastische Belohnung, die Gott für uns bereithält. Es ist unser Auftrag, die Welt vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, der kurz vor der Ankunft des Messias über die Welt kommt, zu warnen. Kurz davor wird es eine Anhäufung von Schwierigkeiten geben und Sie sehen, wie dieser Sturm sich bereits vor Ihren Augen zusammenbraut. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich nur umzublicken und die Geschehnisse in dieser Welt zu betrachten, denn der Sturm ist schon am Horizont heraufgezogen und jeder kann es sehen. Aber der Bote und die Unterstützer müssen diese Botschaft an Israel und an andere Nationen verkünden. In Hesekiel 33, Vers 7 ist zu lesen, und nun, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du etwas aus meinem Munde hörst, sollst du sie in meinem Namen warnen. Aus meinem Mund, sagt Gott. Nun, dies ist eine Nachricht, sagt Gott durch Hesekiel, die direkt aus dem Munde Gottes kommt. Und wenn wir zum Neuen Testament gehen, dort sagte Christus, dass sie nach jedem Wort Gottes leben müssen. Matthäus 4 und Vers 4. Nach jedem Wort also, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das Alte Testament und das Neue Testament sind das, was aus dem Munde Gottes kommt. Die Bibel ist das gedruckte Wort Jesu Christi und all diese Worte kommen aus dem Mund Gottes, mit einigen wenigen von den Übersetzern gemachten Fehlern. Aber Sie können diese leicht herausfinden, wenn Sie Ihre Bibel verstehen. Sie können das sehr leicht lösen. Es ist überhaupt nicht schwierig. Allerdings, einige intensive Studien sind notwendig. Das muss ich einräumen. Aber hier ist ein Beispiel aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament, dass dies das lebendige Wort Gottes ist. Es kommt direkt aus dem Munde Gottes. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und das bedeutet, dass Gott lebt und dass sich alle diese Prophezeiungen exakt erfüllen werden, so wie er es voraussagte. Und viele dieser Prophezeiungen wurden schon vor Tausenden von Jahren gemacht. Und diese Bibel ist eine gottgeplante Botschaft. Es ist eine Botschaft von Gott an die Menschen, um uns zu sagen, was geschehen wird und was wir deswegen tun sollten. Beachten Sie die Verse 8 und 9. Es heißt, wenn ich nun zu dem Gottlosen sage, du Gottloser musst des Todes sterben, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Eine folgenschwere Verantwortung hier.
Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wege, dass er von ihm umkehre? Sehen Sie, wenn Sie ihn warnen, wenn der Bote und die Unterstützer dieser Botschaft die Botschaft hinausbringen, nun ja, dann heißt es weiter, und er will von seinem Wege nicht umkehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Sehen Sie, es werden von Gott physisch und geistig befreit in vielerlei Weise. Aber diese Botschaft ist hauptsächlich für zwei Nationen von Israel bestimmt. Das ist, ich erwähne es nochmals, in unserem Buch die USA und Großbritannien in der Prophezeiung erklärt. Aber hier spricht Gott hauptsächlich über einen physischen Schutz und er gibt uns noch viel mehr als das. Aber physischer Schutz in einer Welt wie dieser ist viel wert. Blicken Sie nur um sich und sehen Sie, wie gefährlich diese Welt ist. Aber Gott sagt den Boten und den Leuten, die diese Nachricht unterstützen, wenn ihr nicht warnt, wenn ihr diese Botschaft nicht überbringt, dann kommt deren Blut auf euer Haupt. Ihr seid dann schuldig an ihrem Blut. Das ist eine ernstzunehmende Verantwortung und das ist es, wo unser Werk dem Feuer ausgesetzt wird und vielleicht unser ewiges Leben genommen wird. Wenn wir das nicht klarstellen, wird es eine echte Tragödie. Gott belohnt uns in dieser Welt und in der kommenden Welt. Aber beachten Sie, was es in Römer 8 sagt. Dies sind einige der erstaunlichsten Schriftstellen in der Bibel. Einige der inspirierendsten, die Sie jemals in Ihrem Leben lesen werden. Römer 8 und Vers 17 sagt, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir können mit Christus verherrlicht werden. Wir sind Miterben mit Christus, wenn Sie das glauben können. Das bedeutet, dass wir seinen Thron teilen werden, wenn wir diese Nachricht verkünden, bevor Christus zurückkehrt. Wir werden seinen Thron mit ihm teilen. Offenbarung 19, Vers 17 sagt, dass seine Braut sich bereit gemacht hat, um Miterbe dieses Throns zu sein. Sie hat sich bereit gemacht, wahren Charakter gebildet, indem sie Gottes Werk tut. Und sie ist bereit, mit Jesus Christus auf seinem Thron für immer zu regieren. Was für erstaunliche Prophezeiung das ist. Und Christus und seine Braut werden auf dem Thron Davids sitzen. Nun, Paulus schrieb diesen Brief an die Römer und er schrieb auch andere Episteln und er schrieb mehrere davon, während er im Gefängnis war. Sie setzten ihn ins Gefängnis, weil er dieses Buch Römer verkündet hatte. Dieses Wort Gottes und sein Ende war seine Enthauptung wegen dieses Wortes. Und so können auch Sie sehr wahrscheinlich Prüfungen und Tests haben, wenn Sie Gott gehorchen. Und wie Paulus schon sagte, wir müssen mit Christus mitleiden. Wir müssen bisweilen Prüfungen und Tests ertragen. Aber er sagt, wenn Sie das tun, werden Sie auch diese gleiche Herrlichkeit erhalten, die Christus jetzt hat. Dieselbe Herrlichkeit. Nun, das ist es wert, tief darüber nachzudenken und nicht nur schnell zu lesen. Denn dies ist etwas, das Sie wirklich tief verstehen müssen. Beachten Sie jetzt Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. An uns. Wir werden Söhne Gottes sein. Gotteswesen, sagt es hier. Und Paulus sagt, ja, es wird Prüfungen und Tests geben, aber sie sind nicht erwähnenswert, gemessen an dieser wundervollen Belohnung, die er ihnen geben will. Sie sind es nicht wert, dass man darüber Gedanken verschwendet, wenn man vergleicht, was sie am Ende von all dem erhalten werden. So lassen Sie uns nun Vers 19 von Römer 8 ansehen. Es fährt mit diesen wundervollen Schriftstellen und dieser großen Hoffnung fort. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das ist das Universum, worüber er spricht. Dies ist eine energiegeladene Wahrheit. Dies ist das Universum. Und Gott sagt über diese Schöpfung, dass sie mit erwartungsvoller Sehnsucht auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes wartet. Dieses Universum da draußen, etwas stimmt nicht mit ihm. Etwas ist verkehrt. Und Gott sagt, dass es auf die Söhne Gottes wartet. Es wartet auf die Leute, die heute Gottes Botschaft verkünden. Und so wartet auch der ganze Rest der Menschen, jene, die schließlich gerettet werden,
die dann in der Lage sein werden, dieses Problem draußen im Universum zu beheben. Das Universum wartet darauf, dass die Söhne Gottes mit Christus herrschen und beginnen werden, alles in Ordnung zu bringen, die Erde wie eine Rose zum Blühen zu bringen und dann auch das Universum genau so wie eine Rose zum Blühen zu bringen. Das alles soll in der Zukunft getan werden und das ist ein großer Teil unserer Belohnung, wenn wir Gottes Botschaft heute verkünden. Beachten Sie Vers 21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Können Sie sich das vorstellen? Das Universum in vielfältiger Weise in einem Zustand des Verfalls befindet sich in der Nötigung zu verblühen. Aber schuf Gott es so? Nein, tat er nicht. Nein, er tat das nicht, aber wir müssen diese Botschaft verkünden, bevor diese Knechtschaft beseitigt ist. Dann, wenn Christus hierher zurückkommt, werden wir mit dem Prozess beginnen, all diesen Zerfall vom Universum zu entfernen und es herrlich zu machen und es wie eine Rose zum Blühen zu bringen, wie ich schon vorher sagte. Schauen Sie, jedes Mal, wenn die Rede ist über all diesen Zerfall und all diese Knechtschaft und darüber, dass das Universum wahrhaft auf die Söhne Gottes wartet, ist es naheliegend, dass wir etwas zu tun haben draus dem Universum. Das Universum seufzt. Wir werden das sofort sehen. Es wartet auf die Freiheit der Kinder Gottes. Ja, es wartet darauf. Nun, wir werden einiges zu tun haben im Universum. Es ist so offensichtlich. Und doch, wie viele Leute hören Sie sprechen über diese überwältigende Hoffnung, die uns Gott gibt. Es ist wirklich bemerkenswert, wenn Sie nachdenken über diese Gelegenheit, die uns Gott geben wird, das Universum zu verschönern und uns Führerschaft für alle Ewigkeit angeboten wird, wenn wir dieses Werk der Verkündigung dieser Botschaft tun, bevor Christus kommt. Das ist in der Tat die Vereinbarung, die Gott mit uns gemacht hat. Aber Zerfall geht in eine verkehrte Richtung. Wenn Sie 1. Mose 1, Vers 31 lesen, dort sagt Gott, nachdem er alles geschaffen hatte und über die Schöpfung der Erde sprach, dass alles gut, sogar sehr gut war. Es ist immer sehr gut, wenn Gott etwas erschafft. Allerdings, das Universum war nicht vollendet, aber soweit es ausgeführt war, war es sehr gut. Lassen Sie mich Ihnen nochmals Vers 21 vorlesen. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Aber woher kam dieser Verfall? Nun, er kam von der Rebellion Satans. Jesaja 14 und Hesekiel Kapitel 28 erklärt Ihnen das und wir haben eine Jesaja-Broschüre, die wird Ihnen das erklären. Gott schuf dieses Universum nicht in dem Zustand, in dem es heute ist. Es befindet sich in einem Zustand des Verfalls wegen dieser Rebellion von Luzifer und einem Drittel der Engel. Und auch unser Buch Das unglaubliche Potenzial des Menschen erklärt das sehr ausführlich. Aber was für eine Hoffnung es ist, und man kann sich das nur vorstellen. In der Tat, in vielerlei Hinsicht müsste man sagen, dass es ein totes Universum ist, aber es wird zu Leben gebracht werden. Das ganze gewaltige Universum wird zu Leben gebracht werden und die Söhne Gottes werden diesen Prozess leiten. Die Verse 22 und 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber Sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Sehen Sie, Gott verwendete die alten Landwirtschaftsmethoden, die auch heute noch Praxis sind, nämlich eine Frühjahrsernte zu haben, für den Vergleich mit den Erstlingsfrüchten. Die Erstlingsfrüchte von der Ernte? Ja, von der im Frühjahr.
Und er sagt, dass jene, die die Botschaft heute vor Christi Wiederkunft verkünden, mit diesen Erstlingsfrüchten verglichen werden. Denn die große Herbsternte wird sein, nachdem Christus zurückgekehrt ist. Und diese Herbsternte ist ein Gleichnis für die Zeit, wenn Gott jedem, der jemals gelebt hat, eine Chance geben wird, eine glorreiche Belohnung zu erhalten und das ewige Leben. Weil diese nicht durch die Prüfungen und Tests gehen, wie wir heute, und somit nicht auf die Weise belohnt werden, wie wir schon. Wir haben die großartigste Gelegenheit von allen, und wir müssen diese wahrnehmen. Sie sehen aber, dass, wenn Sie Gott helfen, diese Herbsternte einzubringen, Sie zuerst selbst in der ersten Ernte sein müssen. Sie und ich werden in dieser Erstlingsernte sein müssen. Das ist es, worüber Paulus hier spricht. Wir werden die Erstlingsfrüchte sein. Nun denken Sie nur darüber nach, dass das Universum heute seufzt, ja seufzt, und auf die glorreiche Freiheit der Söhne Gottes wartet. Denken Sie, dass es für uns keine Arbeit geben wird, draußen im Universum? Warum all diese Schriftstellen, wenn sie nicht für uns sind? Es wäre albern, all diese Verse zu haben, und dennoch, ich höre sehr wenig darüber in dieser Welt der Christenheit. Warum? Sehen Sie sich an, was Paulus hier sagt. Vers 24. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Und Vers 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Fünfmal erwähnt Paulus das Wort Hoffnung in zwei Versen. Ich denke, dass in diesen zwei Versen mehr über Hoffnung steht als in jeden anderen zwei Versen in der Bibel. Paulus trachtet regelrecht, unseren Verstand auf diese Hoffnung hinzulenken. Er war mehrmals im Gefängnis, verschiedene Male, und er wurde von Menschen in dieser Welt getötet, aber es entmutigte ihn überhaupt nicht, weil er seine Gesinnung auf diese Hoffnung gerichtet hatte. Und er wusste, dass er Gott helfen würde, das ganze Universum für alle Ewigkeit zu verschönern und mit Christus dessen Thron zu teilen. Er wusste das, und dieses Wissen war so tief eingeprägt in ihm, dass er über seinen bevorstehenden Tod nicht klagte. Er wusste, dass die Zukunft auf vielerlei Weise ihm gehörte. Und er sagte, seht, wenn ihr das Leiden, durch das ihr heute gehen möget, an der Herrlichkeit messt, die an uns offenbar wird, daran messt, was wir sein werden, und was wir mit all diesen Belohnungen tun werden. Ihr werdet nicht herumsitzen und über etwas klagen, das euch in diesem Leben widerfährt und das sicherlich nicht leicht ist. Aber wir müssen lernen, uns in diesen Prüfungen zu freuen, wie Paulus es tat. Denken Sie nur darüber nach, dass die Auserwählten die Braut Christi sein werden. Diese müssen auf gleichem Niveau wie Gott sein, um die Braut Christi zu sein und einen Thron mit Jesus Christus zu teilen. Die müssen Söhne Gottes sein und in der Familie Gottes, damit das alles geschehen kann. Wir haben eine Broschüre über Gottes heilige Tage oder heidnische Festtage. Und ich sage Ihnen, Sie brauchen diese Broschüre. Und ich hoffe, dass Sie diese anfordern, weil sie Gottes Meisterplan für die Menschheit beinhaltet und zeigt, was Gott tut und was er jetzt tut und was er in der Zukunft tun wird und was er in der Vergangenheit getan hat. Sie brauchen die Broschüre. Ich sage es Ihnen, es ist eine sehr inspirierende Sicht auf den Plan Gottes für die gesamte Menschheit. Beachten Sie jetzt Daniel 12 und Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Dies ist die Zeit, in der wir gerade jetzt leben. Und ich sage Ihnen, wir sind mit Schwierigkeiten konfrontiert, wie es sie nie zuvor gegeben hat. Nukleare Ausbreitung über die ganze Erde und Massenvernichtungswaffen. Es ist einfach unbeschreiblich, wie schlimm es ist. Daniel fährt fort zu sagen, aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Gott wird uns physisch schützen, alle, die im Buch geschrieben stehen. Gott muss also sein Volk schützen, weil es so schlimm kommt. Aber beachten Sie, was es in Vers 3 sagt. Und die der Lehren werden leuchten wie das Himmelsglanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich.
lassen Sie mich das nochmals lesen. Und die der Lehren werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen. Sie sehen, dass Sie eine Botschaft zu überbringen haben, um diese Menschen zur Gerechtigkeit zu weisen. Und wenn Sie das tun, werden Sie scheinen wie die Sterne immer und ewiglich. Und das ist es, worüber Gott hier spricht. Das ist das, worüber er redet. Aber Sie müssen Menschen weisen. Sie können sich nicht nur zurücklehnen und nichts tun. Wir müssen uns im Werk Gottes engagieren und seine Botschaft überbringen, seine Botschaft verkündigen und Menschen zu Gott weisen. Und Gott sagt sie, du wirst leuchten wie der Glanz, ja der Glanz des Himmels, und du wirst leuchten wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist es, was Paulus gesehen hat. Das ist es, weshalb er so bewegt und ergriffen war und ihn nicht einmal die Tatsache beunruhigte, dass er schon kurze Zeit später, nachdem er diese Worte geschrieben hatte, enthauptet werden sollte. Es ist wahrhaft ein erstaunliches Beispiel, das er für uns gesetzt hatte. Aber sehen Sie, Gott ist bereit, uns dies zu geben, und es sind die Führungspositionen, die Gott uns für alle Ewigkeit geben wird und die wir mit Jesus Christus auf seinem Thron teilen werden. Bis nächste Woche. Dies ist Gerald Flöre. Auf Wiedersehen, Freunde.